wenn ich es eher so mache. Hallo, 1, 2, 3. Nee, ist jetzt nicht so. Oder? Oder doch? Ich klicke einfach los, ne? Sehr gut. Ich betreue den Wärmebereich bei uns, vor allem das Thema Wärmenetze und kommunale Wärmeplanung. Und da ist meine Aufgabe eben, ja, zu vernetzen, in den Austausch mit den Stadtwerkern und Stadtwerkerinnen zu gehen. Meine Aufgaben sind in erster Linie, mein Team von 10 Mitarbeitern zu führen. Ich bin als Werkstudentin tätig. Das bedeutet, ich unterstütze die Teams, in denen ich so unterwegs bin. In allen Bereichen haben die Kollegen und ich zu tun. Das ist der Bereich Photovoltaik, Wärmelösungen, Verkehrswende, Mieterstrom, Klimaschutz, Vertriebslösungen. Meine Aufgabe ist es eigentlich tagtäglich, die Energiewende mit zu bestreiten und dabei den StadtwerkerInnen in Deutschland eben zu helfen. Wir haben ein paar Projekte, die sich um die Zukunft der Netze kümmern, so Stromnetze oder auch Gasnetze oder jetzt auch viel mehr und mehr so im Bereich Wasser oder Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mich hat an der ASEF gereizt, dass die ASEF dafür steht, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimaschutz als Themen voranzubringen. Das tun wir für unsere mittlerweile über 370 Stadtwerke, die wiederum auch dafür stehen, die regionale Energiewende voranzutreiben. Dass es natürlich ein Arbeitgeber ist, der irgendwie die aktuellen Themen der Gesellschaft auch natürlich beleuchtet mit den Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energieeffizienz. Ich arbeite für einen Arbeitgeber, mit dem ich mich identifizieren kann. Die ASEF ist ein sehr stabiler und sicherer Arbeitgeber, da wir immer mehr Zuspruch von den Stadtwerken bekommen, in den letzten Jahren dadurch auch stark gewachsen sind. Das hängt natürlich damit zusammen, dass das Thema Energiewende immer aktueller wird. Dass man auf jeden Fall eine flexible Möglichkeit hat zum Homeoffice machen. Dass man eine sehr gute IT-Ausstattung hat, für die ich unter anderem zuständig bin. Als ich hier angefangen habe vor 14 Jahren, waren wir ein deutlich kleineres Team. Und was die Arbeit bei der ASEF dort schon ausgezeichnet hat, ist, dass wir sehr kurze Abstimmungswege haben. Und das haben wir uns beibehalten. Man hat auch sehr flache Hierarchien und das finde ich für so ein bewegtes, inhaltliches Umfeld total wertvoll. Super einfach mit irgendwelchen Tauschtagen irgendwie den Arbeitstag zu wechseln oder dann doch im Homeoffice zu arbeiten. Und das klappt echt sehr gut und lässt sich mit dem Studium halt wirklich gut vereinbaren. Auch mit der Arbeitszeit ist es so, dass man auch da das Privatleben gut unter einen Hut kriegt. Und als zweifacher Vater ist für mich einfach ein Riesenthema, Flexibilität in der Kinderbetreuung zu haben. Und da haben wir ein Arbeitsumfeld geschaffen, wo ich es bedenkenlos empfehlen kann, auch mit zwei Kindern und elterlichen Verpflichtungen das alles unter einen Hut zu bekommen. Meine ersten Eindrücke waren durchwegs total positiv. Also erstmal, das Team ist bisher der absolute Wahnsinn. Die ASEF hat ein unfassbar gutes Team. Wir sind ein fantastisches Team. Also das Team ist super cool, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, der Kollegenzusammenhalt. Also ich komme super gerne ins Büro. Die Arbeit ist ein Teil meines Lebens, der richtig Bock macht, auch nach 8 Jahren noch. Ich arbeite inzwischen seit 5,5 Jahren bei der ASEF und bin immer noch hier, weil ich immer noch das Gefühl habe, mich weiterentwickeln zu können und weil es mir auch weiterhin noch Spaß macht. Und wir sind noch nicht am Ziel, denn die Energiewende ist noch nicht durch. Es ist so wie in einem Fußballverein eventuell, ist es meine Mannschaft und da will ich natürlich auch meinen Teil zu beitragen, dass die ASEF erfolgreich ist und dafür bin ich hier und dafür arbeite ich. Richard. Mein Bester. Herzlich willkommen. Hallo. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was ich sonst noch fragen könnte, weil mir hast du ja noch nicht gesehen. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich für mich sehr schwierig. Komplett Bundes... Okay, ich fange mal von vorne an. Da war eine zu lange Pause. Die... Das macht es jetzt auch nicht besser. Wir arbeiten... Okay, nochmal. Der große... Scheiße. Jung, dynamisch, krass brutal gut aussehend. Jetzt bin ich raus. Ja. Ich finde, dass der Austausch im... Das war jetzt zu hektisch. Ich finde, dass der Austausch im Team zu... Nein. So hektisch
Hey, ASEF. Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung im Verband kommunaler Unternehmen. Die ASEF ist super. Sehr gut. Danke fürs Kommen. Das war's. Juhu!